5, 6 Sporen-Trampolin. So, hier links geht's rein. So, warum ist immer hinter dem Start ein Secret mit einer Bananencoin? Verstehe ich nicht. Okay, das Level spielt wahrscheinlich im nächsten Trampolin, im nächsten Pflanzen, die ein essen wollen. Fleischfressende Pflanzen, Affenfressende Pflanzen. Oh, Stacheln und Lianen. Na gut, dann komme ich aber noch gut zurecht. Jetzt rein. Zum Puzzleteil. Ersten sogar. Oh, 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 dass ich da jetzt nichts verpasst habe. Weiß ich nicht. So, aber was für das Level jetzt? Von mir aus richtig. Na, wie komme ich jetzt an das Puzzleteil ran? Okay, hab's. Ein bisschen rumprobieren. Das O. Ist interessant, aber immer noch machbar. Ganz ganz Level. Ja, das war dumm. Okay, hier nicht hüpfen. War halt nicht den Knopf zum Hüpfen drücken. So Slow Jump sozusagen machen. Herz ist sehr dankbar. Boah, hier geht's hoch. Ich hab's gerade noch gesehen im Augenwinkel. Ja, ich weiß, der will niemals First Try schaffen, so mit 100%. Keinen Fall. Nächsten Checkpoint. Probier's mal auf jeden Fall. Da ist unten noch ein Secret. Ja, was? Ein Bonus. Hammer. Hier bräuchte ich. Ja, wir haben so ein paar Slow Jumps. Irgendein Stacheln oben. Okay. Okay, hier muss ich halt. Okay. Hier ist nicht schwer, weil man kann doch ein bisschen mehr chillen. Aber die tun halt auch vier Dinger fressen. Das geht voll klar. So, das ist der letzte Buchstabe. Und jetzt komme ich, glaube ich, hier einen riesen Abteil an. Ja, mit ganz vielen Pflanzen zum Springen halt. Das ein oder andere Secret noch geben müsste, weil ich glaube ganz oben ist das Ziel. Ja, da habe ich noch ein Puzzleteil gesehen. So, ist jetzt noch was oder war es das? Ich auch einfach alles einsammeln im Gebiet. Im besten Fall müsste sich hier noch ein Puzzleteil irgendwo befinden. Nope, und das war's auch. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich hier was übersehe. Das Level ist für die Secrets nicht einfach. Hier! Müssen wir da was machen? Pferde besiegen oder was? Probier's mal. Ja, boah. Ja, als ich gerade den Nilpferde gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, gab es nicht ein Secret mit Nilpferde töten? Hey, Mann. Okay, 5, 7 Lianen gehangen. Wie soll ich da hinkommen? Okay, oh, das ist mit diesen Viechern. Ja, das ist. Das ist asozial, das ist sehr, sehr asozial, weil ich jetzt die ganze Zeit Sachen einsammeln muss. Ich habe nur einen Versuch dafür. Oh, das ist toll. Vor allem, wenn ich dann auch irgendwann Bananen und so einsammeln muss. Wir haben einen Bonus. Hammer. Und da geht's los. Okay. Alles einsammeln oder wie? Oder, ah, perfekt, danke. Aber das war langs von mir, Spiel. Ich schätze mal. Oder erscheint es einfach gleich ein Puzzleteil oder einfach ein Buchstabe wieder? Ja, Puzzleteil wäre mir eigentlich lieber, weil wenn ich die einmal einsammeln muss, kann ich es dann danach übersehen. Haben wir hier nochmal einen Bonus? Bitte lass mich jetzt hier nicht viel skippen. Aber eigentlich. Hä? Hä? Was? Und wie hätte ich denn alles einsammeln sollen, wenn unten was ist und oben? Hä? Hier oben ist was? Ah, dann komme ich auch an das Zeug ran. Ja gut, dass ich gestorben bin. Ich habe gerade nämlich Didi gehört, nur deswegen habe ich das gefunden. Okay, ich mache das jetzt einfach so, wie ich das Spiel möchte. Ich bleibe hier oben und versuche jetzt nicht runter zu gehen wegen dem Buchstaben. Genau, also nur so komme ich an das Secret hier ran. Und jetzt? Ja, ist doch hops, jetzt darf ich mich umbringen. Ich darf den oberen Weg nicht gehen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Puzzleteil oben. Ich dann gerne einsammeln und dann das nächste Mal den unteren Weg nehmen, aber da ist ja nicht mal was. Und ganz ehrlich, rein Level-Design-technisch ist das schon ziemlich schmutz, wenn man sowas einbaut. Das meine ich, dass ich jetzt hier zum Beispiel das Secret nicht mehr bekommen kann, das ist sehr, sehr schwach leider. Ah, na gut, wir haben jetzt Checkpoint, also alles gut. Da oben ist aber noch was. Didi? Ist da drin? Ja. Ja, okay, das wird man so oder so, glaube ich, dagegen werfen. Weil es einfach direkt vor der Fresse so.
Ah, so kann man hoch. Gut, gut. Nochmal ein großer Teil. Ja, jetzt kommen sie langsam. Das müsste jetzt letzte Passage auch sein. Ja, kann sein, dass ich jetzt hier was einsammeln muss auch, um was zu spawnen. Nee. Noch nicht. Da kommt wieder ein Buchstab. Ja, warum springe ich nicht runter? Das ist kein Puzzleteil. Egal. Nee. Das war keine gute Idee, kurz abzuspringen. Okay, jetzt habe ich aber alles einfach im Rücken los. Dann geht das klar. Oh, da, ich hab jetzt was, ich das Puzzleteil übersehen. Bis ich nochmal zurückgegangen bin. Nach unten, ja. Oh, du stürzt ab sogar. Krass. Soll das jetzt werden? Fehlt noch ein Puzzleteil. Nee, jetzt habe ich alle. Okay, krass, dass jetzt nicht eine letzte Passage ist. Jetzt brauche ich auch einfach nur überleben, weil ich habe eigentlich alles. Einfach überleben, dann gibt mir einfach das Ziel, dann können wir gut Feierabend machen. Ja, das kann ich mir so einfach hier auch alles einzusammeln. Oh, die Bananen kann ich nicht haben. Danke. Ja, doch. Außer diese eine Stelle hat mir das Level gut gefallen. 5-8 Mampfer-Marathon. Hier haben wir ein Spinnen-Level und dieses Level ist sehr besonders. Das ist ziemlich schwer erstmal. Also wirklich, wirklich herausfordernd und so. Wenn ich an das Kind zurück erinnere, wie oft ich hier verkackt habe mit diesem Level. Ist das schon sehr besonders? Zurück erinnere, wie oft ich hier als Kind verkackt habe. Also heutzutage ist das Level, glaube ich, relativ klar. Aber dann doch jedes Mal beim Spielen Respekt davor. Denn das ist ein Level auf Zeit. Wir werden von richtig vielen kleinen Spinnen verfolgt. Und das war, boah, ist heute noch ziemlich lustiger Anblick, um ehrlich zu sein. Und wir müssen währenddessen trotzdem noch große Teile und Buchstaben sammeln. Oh Gott, nein. Was das nicht einfach macht. Warum kommt das jetzt von unten? Okay. Ja, erst versuche ich mir irgendwie vorteilhafte vorgestellt. Ja, die ganzen Spinneneier und so. Ja, kein schöner Anblick. Aber gut. Ja, ich werde jetzt kurz warten. Zeit sein. Jetzt habe ich auch viel mehr Zeit. Ich bin viel besser in der Zeit. Es läuft auf jeden Fall auch besser. Bist du noch mal gute Teil? Ja. Oh, zum Glück muss ich das nur einmal einsammeln. Unten lang. Okay. Heilung. Nehme ich. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen warten. Man kann wieder kurz Zeit rausholen. Ja. Ja. Schütteln. Nach hier oben. Es läuft tatsächlich noch relativ gut. Ich zurück erinnere, wie ich da gestorben bin, gefällt mir das nicht. Oben lang. Ja, aber es kostet viel Zeit, es kostet extrem viel Zeit. Ja, ich werde jetzt hier sterben. Aber ich werde das Puzzleteil noch holen. Ich habe es nicht mal bekommen. Nein! Ich habe das Puzzleteil, das ist mir egal, aber ich könnte es sogar noch überleben. Ja, das RIP, obwohl da unten ist ein Weg zu meinem Puzzleteil. Der ist auch viel schneller. Perfekt, ich habe alle Puzzleteile, nur noch ein Buchstabe. Lassen Sie mich durch, ich muss hier durch. Okay. Oh, es hat sogar ein Checkpoint hier, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Letzte Passage, jetzt wird es sehr ekelhaft. Ja, Gott, DK, hau ab. Ich hab einen Kopfspin, bitte. Danke. Ja, doch mehr gefällt, als ich dachte. Aber das Level ist wirklich schwer. Okay, Kale. Ich habe jetzt gar keinen Plan, was das für ein Kale ist. 5K, Furiosa, Fässerflug. Es gab ein Kale mit Fässern? Ach doch, jetzt kommen hier ein paar Erinnerungen auf jeden Fall. Oh nee, okay. Was? Was war das? Ja, perfekt, habe ich kein Diddy mehr im Level. Schein, hätte ich mich. Das Puzzleteil ran. Okay, ich habe jetzt ganz kurz nochmal Diddy geholt. Dann werde ich jetzt einfach hier runterspringen. Hier ist ein Fass, okay. Genau, weil jetzt muss ich ja nur einmal einsammeln, dann passt es. Ich muss hier immer genau schießen. Oh, das ist ein ekelhaftes K-Level leider. Hier braucht man sehr viel Geduld. Das ist bei den Level, wo man sehr oft verkackt, gar nicht mal so einfach. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich das beim ersten Versuch schaffe, aber ich habe jetzt schon ein Leben verloren, also keine große Chancen. Frage ist, wo sind hier auch die Puzzleteile? Jetzt kommen diese Zahnräder ins Spiel, aber die jucken ja relativ wenig. Okay, rüber da. Ah, ist nicht unbedingt die ganze Zeit fast geballert.
Gut, da ist ein Puzzleteil. Habe ich. Dann wieder rein. Und dann machen wir den ganzen Tempel ein bisschen kaputt. Ah, jetzt kommt sowas. Ja, da muss man sich immer im Rhythmus bewegen. Wie soll man da jetzt hinkommen? Oh mein Gott. Danke, dass ich die noch habe. Das ist interessant. Hä, wie soll ich das... Oh Gott, wie komme ich hier durch? Okay, Fassgeballer geht weiter. So, jetzt wird es interessant. Weil jetzt muss ich das immer gut abschätzen. Bis dann wieder so eine Stachelkugel kommt. Ja, das war klar. Jetzt wird es natürlich noch ekelhafter. Oh Gott, danke, dass ich ohne Treffer durchkomme. Ich brauche hier wirklich jedes Leben, wo ich habe. In diesem Level tatsächlich. Nice. Hier muss ich mich jetzt oben hinballern oder unten? Wegen dem Puzzleteil. Ich baller mich oben. Es war die richtige Entscheidung. Oh mein Gott. Nein. Okay, ich lebe auch noch. Ich krieg noch ein Puzzleteil auf jeden Fall. Hilfe! Durch da. Dann darüber. Dann immer so weiter. Das ist immer so eine Achterding. Wo ich mich hier entlang schießen kann. Aber dann nehme ich auf jeden Fall keinen Schaden. Es ist. Ich habe Puzzle verpasst irgendwo. Nein! Ärgerlich. Ärgerlich. Na ja, gut. Aber gelbe Kugel, die sieht nice aus. Oh mein Gott, wirklich hier oben. Nee, das ist asozial, das hätte ich ja niemals gerochen. Oh, ich hab's geschafft. Ey, noch nie werden im Level so geschwitzt, zweimal hintereinander, Junge. Das Level ist echt nicht einfach nur mit DK.